Und damit herzlich willkommen zu den German Darts Open 2022. Jena ist der Tatort, die Sparkassenarena. Hat immer noch 94 Punkte Rest. Drei frische für Luke Woodhouse zum Break. Ja. Tops. Ja, und der ist drin, schwer zu sehen, aber da ist das Rebreak. Und Ryan Searle, vollkommen ungewohnt, dass Ryan Searle drei Darts frisch in der Hand hat und Tops verpasst. Das kann er selber nicht glauben. Und da hat Luke Woodhouse die ganze Zeit das Break getragen. Dann kommt Ryan Searle zurück, holt sich dieses Break zurück und denkt jetzt, er dürfte wieder anwerfen. Fehler von Ryan Searle. Was ist mit dem los? Oh, dieser letzte Dart ist so schwer. Und er setzt weitere drei daneben. Fünf Matchdarts vergeben, Luke Woodhouse. Ryan Searle auf Tops, das glaube ich nicht. Das kann nicht wahr sein. Und der sechste Matchstart sitzt. Luke Woodhouse steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale. Der zweite. Oh. Und das ist eine Doppel 18. Ja, warum denn nicht? Dragutin Horvat. High Finish. Ja, macht er sofort mit dem ersten. José de Sousa ist auf dem Scoreboard. Ja, Doppel 18. Oh, José de Sousa. Hier kommt der achte. Hier kommt der neunte. Und der ist es dann. José de Sousa kriegt das Ding über die Ziellinie, gewinnt mit 6 zu 4 gegen Dragutin Horvat. Zwei Breakdarts vergeben, Doppel 16. Ja. Und da kommt auch mal die Faust bei Christoph Ratajski. Kriegt einen Dart auf Tops. Nicht die Doppel 16. Aber das ist egal. Christoph Ratajski breakt den Niederländer. Breakt Nentjes. Super. Doppel 12. Das ist ein guter Marker. Der muss rein. Der ist drin. Und Christoph Ratajski bringt es doch noch über die Bühne. Steht zum ersten Mal seit Stuttgart in diesem Jahr im Achtelfinale. Der European Tour sammelt ganz wichtiges Preisgeld. Gewinnt endlich mal wieder auf der European Tour. Triple 17 für die Doppel 18. Ja, ja, zwei Darts. Auch 14 Darts von David Evans. Ja, Chance zum Break. Und der sitzt der erste Wurf aufs Doppel. Ja. Aber er kämpft. Er gibt nicht auf. Und Dimitri Vandenberg ist nicht stabil auf die Doppel heute. Aber das ist ihm egal. 6 zu 2. Dimitri Vandenberg gewinnt zum ersten Mal als Spieler von Target. Auf der European Tour gewinnt er zum ersten Mal seit längerer Zeit
Budapest nicht gewonnen. Aber jetzt macht er diese Fans happy und qualifiziert sich für das Achtelfinale morgen und trifft dort auf, Achtung, Luke Woodhouse. Doppel 16. Klasse. Ross Smith breakt Danny Noppert. Bisschen vertauschte Rollen hier. 11 Data von Ross Smith zum 4:0. 0 von 5 von Noppert auf die Doppel. Ja, jetzt wird er zugreifen. Ja. Da habe ich ja kurzzeitig gedacht, Johnny Clayton steht im Publikum. Achtung, 143. Super, ja, Danny Noppert. Und jetzt hätte er seine große Doppelquote gebraucht. Denn Danny Noppert ist da. Ja. Das macht er perfekt, 124 Rest. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ross Smith das jetzt liegen lässt. Nee, er lässt es nicht liegen. Ross Smith nimmt den UK Open Champion aus dem Turnier. 6:5, ein tolles Match. Ross Smith knackt fast die 100 im Average. Hat eine sehr hübsche Doppelquote von 6 von 10. Doppel 19. Und zack ist das Break da. 60 Rest für Bradley Brooks. Drei frische für Dave Chisnell, der immer lange Anlauf nimmt. Dann ran geht's ans Oki und den versenkt. 3:0, zweites Break. Das macht einmal Top Rest. Das macht einmal 4:0. Und der zweite sitzt in 14 Darts, macht Dave Chisnell die Partie zu. Ein überzeugender Auftritt, mal wieder von Chizzy, der keine Probleme hat mit Bradley Brooks, schnell auf Kurs ist und das Achtelfinale erreicht. Und Steve Beaton. Zack, zack. Der Bronze Adonis geht in Führung. Ja, Triple 12, Doppel 13. Doppel 13. Ja. Matchstart, Steve Beaton und er macht's. Steve Beaton besiegt Nathan Aspinall mit 6:4. Und Hugh Ware zieht auch den Namen ein bisschen länger. Zum ersten Mal seit 2 Jahren. Auf der European Tour gewinnt Steve Beaton gegen Nathan Aspinall. Triple 18. Die kann er. Chops. Quatsch, Bullseye. Oh, Daryl Gurney. Gut, dass er nicht auf mich hört. Oh, du steckst nicht gut. Oh ja. Genau, und da war wieder ein Fan im richtigen Moment. Da kann ich den Unmut verstehen. Und
Türkis angesäuert. Selbstverständlich, so ein wichtiger Dart. Jetzt gibt es 3 Breakdarts für Daryl Gurney. Und er braucht nur einen. 13 Darter. Und Dirk van Duivenbode packt zu. Rebreak. Ja, Doppel 8. 2 Darts. Für das Rebreak. Oh. Doppel 4. Klasse. Und damit könnte er Dirk van Duivenbode rauswerfen. Und er macht es auf die Doppel 16. Daryl Gurney steht im Achtelfinale der German Darts Open 2022 und trifft auf den Sieger der beiden Joes, Joe Cullen gegen Joe Mernon.